Just bounce. Hallo und herzlich willkommen. Und wir zocken heute mal eine Runde Project Cars, wie angekündigt. Es ist heute erschienen und ich nehme euch einfach mal mit. Das ist mein erstes Rennen jetzt. Ich bitte darum, dass ihr jetzt nicht hier irgendwie sagt, was ist mit dir los? Das ist auf jeden Fall ein Go-Kart-Rennen. Und ich bin damals bei Gran Turismo Go-Kart schon gefahren. Und es war nicht so cool. Mal gucken, wie sich das anfühlt. So, da geht's los. Und er steuert ein bisschen. Und was war das jetzt? Er bremst um die Kurve und... Naja. Da kannst du nichts machen. Ihr habt's gesehen. Aber schon mal echt geil, wie die... Oh, oh, oh. Das wollte ich nicht. Ey, Junge. Ronny, bleib ruhig. So. Wie schon gesagt, GT bin ich schon mal, also Gran Turismo 6, bin ich über ein Jahr gefahren. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht online. Also da hatte ich auch meine Connection. Also so wie eine Community hatten wir da zusammengebaut mit Online-Fahrern. Sind dann immer Rennen gefahren, jeden Sonntag, glaube ich. Also richtig lange, 10 Runden Nürburgring und sowas. Also ich kann auf jeden Fall fahren, wollte ich gerade sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl wie Gran Turismo oder sowas. Also es fährt sich anders. Und von Einstellungen her ist das auch ganz übertrieben, muss ich mal so sagen, wie es ist. Also es fühlt sich anders an. Da gab es auch Go-Kart. Du fährst hier, glaube ich, 125 Kubik Shifter mit Selbstschaltung. Ich fahr automatisch. Also bei Gran Turismo bin ich dann irgendwann Selbstschalten gefahren, aber auch nur mit Controller. Hat mir nie ein Lenkrad geholt oder sowas, weil ich dachte immer, naja, gut. Brauchst jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ihr darf auch nicht abkürzen, aber sonst wird es Abkürzstrafe geben eigentlich. Sind Strafen an. Und er will nicht fahren. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich anhabe, ist Traktionskontrolle. Und ABS und sowas habe ich ausgestellt. Dann hier die Spur hier anzeigen, ne, was manche fahren, wenn dann die Spur angezeigt wird. Also ihr müsst entschuldigen, wenn ich jetzt noch nicht so übermäßig gut fahre. Oh. Einmal aufs Gras und schon ist es aus. Ich weiß jetzt nicht, wie nach hinten gucken ist. Das weiß ich nicht mehr, wie ich das eingestellt habe. Das werde ich jetzt erst feststellen. Ah, Dreieck. Dreieck ist vielleicht nicht die beste Taste zum nach hinten gucken. Da muss man mit dem Finger dann immer so nach oben. Das könnte ich vielleicht mal noch umstellen. Ja, aber wie schon gesagt, das ist das erste Rennen mit Go-Karts. Ich bin auf jeden Fall nicht der Go-Kart-Freund. Es ist schön, dass man hier sowas drin hat, aber wir sind auch mal Go-Kart gefahren über den Nürburgring damals bei Gran Turismo. Das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber das waren auch, glaube ich, mehr. Da gab es, glaube ich, 150 Shifter oder 200 Shifter. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwelche ganz schnellen Go-Karts. Die haben natürlich auch Laune gemacht, aber ihr seht ja, das Ding geht auch ab. Also, wenn ihr Go-Kart fahren geht oder so privat, also in Real Life, dann werdet ihr niemals mit so einem Schnellen hier fahren können. Ich glaube, das sind auch die Anfangszeiten von Michael Schumacher gewesen in so einem Go-Kart. Man hat sich dann immer weiter hocharbeitet, aber ich glaube, das ist überall so. Ja, das ist wie schon gesagt erstmal unser erstes Let's Test. Unser erstes Rennen. Ich hoffe, wir kriegen dann andere Rennen noch, weil ich will andere Autos fahren und nicht Go-Kart. Obwohl es sich schön anfühlt, muss man mal sagen, jetzt, wenn man mittlerweile so ein bisschen drin ist.
Da überrunden wir auch schon den ersten. Ich weiß nicht, auf was die KI steht. Ich glaube 50 oder so. Ja, vielleicht mal nicht so viele versuchen anzuschubsen, aber... Will ich eigentlich auch gar nicht. Aber die KI ist mir schon doch... Fährt schon gut am Anfang. Aber irgendwann halten sie nicht mehr mit. Oh, oh, oh. Jetzt dürfen wir nicht überholt werden. War mein Fehler. Wie schon gesagt, erstmal an das Spiel gewöhnen, erstmal Autofahren gewöhnen jetzt wieder. Ist ja schon über ein Jahr wieder her, dass ich das gemacht habe. Aber ist natürlich... Boah. Achso, wir sind durchs Ziel. Ja. Weiter. 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 Weiter zum zweiten Rennen. Ich weiß nicht, ob das immer noch... Ja, ist immer noch... Go-Kart. Okay, das ist das zweite Rennen jetzt. Achso, es ist ein freier Start, so wie es aussieht. Machen wir gleich weiter. Oh, die Sonneneinstrahlung ist schon ganz nice, ne? Also es sieht auch verdammt gut aus. Klar, muss ich sagen, ihr vielleicht, wenn ihr jetzt... Ich würde gerne... Na gut, ich beende erstmal den Einsatz. Wow, 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 wow. Wo war ich stehen geblieben? Oh, jetzt bin ich eiersehen stehen geblieben. Da habe ich die Kurve zu früh. Ja, keine Ahnung, wo ich war. Bei den Autorennen muss man sich doch schon mehr konzentrieren, merke ich. Ist gar nicht so leicht, dazu zu quatschen. Achso, die Grafik. Sieht natürlich schon nice aus, also. Sonneneinstrahlung. Rechten analog habe ich gerade gesehen, kann man zur Seite gucken. Aber das sollten wir jetzt noch nicht machen. Wir haben hier noch nicht so lange geraten. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal dann nachher was durchlesen und gucken, ob man irgendwie einen Sitz einstellen kann. Ich würde schon gerne ein kleines bisschen höher sitzen, damit ich die ganzen Armaturen sehe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut gefällt. Es tut mir leid, dass mein Kommentierstil jetzt nicht gerade so ist wie bei Minecraft. Da musste ich mich jetzt nicht ganz so konzentrieren. Also, ich hoffe da um ein kleines bisschen Verständnis. Da überholen wir schon wieder fast den ersten. Die KI ist jetzt doch noch ein bisschen schwach. Ich hoffe, die wird dann noch stärker. Ich bin mir sicher, dass die auf 50% stand, ja? Oh. Einmal, optischer Schaden ist nur an. Motorschaden habe ich mal noch ausgelassen und sowas. Weil ich muss mich ja dran gewöhnen. Ein was merkt man, wenn man aufs Gras kommt und lenkt, wird nichts. Du musst so schnell wie möglich... Oh, musst jetzt gerade rülpsen ein bisschen. Oder aufstoßen. Du musst sofort Viereck drücken. Körbs sind auch nicht gut mit dem Go-Kart. Dafür liegt die Karre einfach zu tief. Ich hoffe, ich blick dann irgendwann mal durch mit den ganzen Spurwinkeln und sowas. Also bei Gran Turismo konnte ich das. Nur hier ist es natürlich ganz anders alles. Ist ja nicht das gleiche Spiel. Aber die Macher von dem Spiel haben es auf jeden Fall ganz... Junge, was ist denn los mit dir? Ganz gut gemacht. Also Respekt an die.
Also die KI nimmt natürlich keine Rücksicht. Also man sieht, sie schnippelt noch rein. Obwohl du Ideallinie bist oder innen bist. Ob ich jetzt Ideallinie bin, kann ich nicht genau sagen. Aber jetzt bin ich zum Beispiel Ideallinie gewesen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Oh, oh, oh. Da war schon aus. Auf jeden Fall, Lichteffekte sehen mega aus. Es tut mir leid, dass ich ab und zu mal noch ramme. Das ist einfach nur, weil ich noch gerade unfähig bin. Ich bin eigentlich relativ ein fairer Fahrer. Also bei Gran Turismo war ich das auf jeden Fall. Boah, wie die Sonne reinscheint, ist schon ganz schön mega. So der schöne Orange. Blendet natürlich ein bisschen, aber... So, jetzt haben wir die hinter uns gelassen. Hat 5 Runden gedauert, ehe ich alle überholt habe. Oh, zu sehr auf der Bremse. Bremsbalance musste ich noch ein bisschen einstellen. Also ich muss generell noch einstellen, die Autos dann. So wie ich es mag. Wie schon gesagt, ein bisschen hilft mir dadurch, dass ich schon solche Simulatoren auf Konsole gespielt habe. Also Gran Turismo in der Hinsicht. Da könnte man schon ein bisschen erahnen, was man einstellen kann. Dass das Auto besser läuft. Dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen kann. Aber für den ersten Rennen jetzt fühlt sich das auf jeden Fall gut an. Ihr könnt mal dazu schreiben, wollt ihr mehr Rennen sehen? Wollt ihr alle Rennen sehen, was denn jetzt Karriere ist? Oder wollt ihr nur ab und zu mal ein Rennen? Das würde mich gerne interessieren und ich würde mich auch gerne mal drüber freuen, wenn ihr mal da Kommentare schreibt. Wenn ihr es geil findet, dass es dann einfach mal sagt, ne? Das wäre echt nett. Damit würdet ihr mir weiterhelfen. Oder wollt ihr ab und zu nur ein Rennen und The Witcher ist dann unser Hauptspiel. Unser Hauptspiel wird so oder so sein. The Witcher. Aber kann ja sein, dass ein paar Fanatiker ich jetzt mit so einem Video anstoße und sie uns auf unseren Channel kommen oder ihr, die jetzt schon da seid. Und ihr das irgendwie geil findet, ein bisschen Abwechslung haben und nicht immer nur das gleiche Schießen oder Rollenspiel oder Minecraft oder so. Oder seid ihr dann nicht so? Schreibt es einfach in die Kommentare, jetzt sind die schon wieder da. Also KI ist mir noch zu langsam, man kann es aber individuell einstellen vor jedem Rennen. Ich habe es einfach so gelassen, glaube ich. Und boah, jetzt hat es ausgehakt bei mir. Naja, gut. Dann würde ich hier an der Stelle mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.